Was wir jetzt aber trotzdem noch brauchen werden, ist Invar. Und ich hoffe, dass ich oben ein bisschen Invar habe. Und ich muss mal gucken. Es ist auf Peaceful gestellt, liebe Leute. Es ist beabsichtigt auf Peaceful gestellt. Denn wir werden uns kümmern. Verdammt. Wir werden uns in dieser Aufnahmesession drum kümmern. Um die Monsterfalle. Ohne zusätzlichen Mod. Auf jeden Fall. Was will ich denn an der Toolforge? Ich bin ja auch ein Knallkopf. Silber, Ferris, Invar. Oh, ein ganzes Stack Invar. Das ist hervorragend. Normalerweise könnten wir hier, glaube ich, auch noch irgendwas einbauen, dass wir hier anderweitig reingehen könnten. Ich meine, normalerweise können wir die Tür auch wegreißen. Bald. Denn ich hatte ja noch vor, da ein bisschen rumzubauen. So, wir werden jetzt aber als allererstes Magma. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Redstone Transmission Coil, wir brauchen Invar Gears, wir brauchen Invar Ingots und wir brauchen Redstone. Der geht mit Silber. Haben wir noch Silber hier? Hammer. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Bauen wir mal einfach 4 Stück davon. Also von den Generatoren. Weil die werden wir brauchen. Früher oder später. Jetzt muss ich nur gucken, wie ging hier Ingot mit Iron. Ironore in Mitte. Ironore in Mitte und dann so und so und so. So, dann brauchen wir 8 Stück von. Nach meiner Rechnung. So. So. Muss ich selber einmal überlegen. So, glaube ich, der kann weg und dann. Nein, so und so und so und so und so und dann nochmal Rotstein. Fertig sind die Magmatic Dynamos. Die werden wir auch gleich erstmal sofort. Sofortigens werden wir die da mal irgendwie mit anklemmen. 640. Okay, jetzt muss ich den Taschenrechner rausholen. Oh, ich bin so... Ne, also, ich muss ja mal sagen, vielen Dank für das Lob. Ich nehme dieses Lob nehme ich immer wieder gerne auf, wenn jemand sagt, hey, bei Trivolo, da lerne ich in einer Folge mehr als in einer Woche Schule. Ich danke euch auf jeden Fall für diese netten Worte. Ich nehme sowas sehr persönlich. Also, ne, ich denke mal, das sollte ich auch persönlich nehmen in dem Moment. Nur, wo ich wirklich die absolute Vollnull bin, das ist Mathematik. Also, das ist wirklich, teilt durch 80 sind 8. Gut, also das heißt, wir können 8 Magmatic Dynamos anklemmen, damit wir auf die 640 RF kommen. Also, das bedeutet, nee, habe ich noch? Nee, habe ich wahrscheinlich nicht. Ich brauche ja nicht nur hier Schidrom, ich brauche ja auch noch Flüssigkeit, denn, habe ich auch noch, cool. Und da muss ich mal sagen, bei den Flüssigkeiten, da wurde mir jetzt mal ein kleiner Tipp zugespielt, den ich so eigentlich noch gar nicht wusste. Hoppala. Und zwar, das Ender.io da, ich sag mal, für mich relativ neue Pipes eingebaut hat. Mit denen konnte ich immer nicht so recht was anfangen. Ist der an? Der soll da... Braucht doch gar nicht an sein hier. Der musste an sein, so die letzte Zeit. Da passen nur 3 Stück hin. Dann, wir bauen anderes. Wir bauen andere. Aber wie bauen wir andere? Ist da was drin? Hallo? Das ist Shiny Metal. Wir müssen das trotzdem jetzt anders bauen. Das kann da auch raus, das Flint. So, den mal weg. Und dann ist die Produktion halt mal kurzerhand hier still. So, ist dann eben so. So, wir bauen jetzt andere. So, der kann alles weg. Und dann bauen wir nämlich andere hier hin. Weil dann können wir das nämlich gleich einigermaßen richtig bauen. Wobei, das ist jetzt ja auch Quatsch. Denn, wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich den Schank hier nochmal, ne? Wir erinnern uns. Unsymmetrisch, wertlos. Das heißt, bis hierhin. Okay. Da könnt ihr jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Das ist nämlich noch sehr früh. Das heißt, ich kann das dann tatsächlich in die nächste Aufnahmesession mit reinbringen. Soll ich das hier, die Chunk-Grenze, soll ich das offscreen vorziehen? Da hinten natürlich auch. Oder soll ich das onscreen vorziehen? Wie immer, kommen keine Kommentare, entscheide ich mich so, wie ich gerade Bock habe. Sollte klar sein. Dann bauen wir das hier jetzt erstmal irgendwie so hin. Das ist denn ja... Nur vorübergehen, nicht hier. So, wie viel haben wir denn da jetzt hier? So 1 und damit 2 und dann wieder 3 und dann 4.
Fumpf habe ich. Ja, ich. Wieso ist der eine? Wieso das jetzt nicht? Weil der. Hä? Wieso stacken die jetzt nicht? Muss in dem einen noch irgendwas drin sein. Okay. Ach, nur habe ich den. Ich brauche doch den Crescent Hammer. So, bopp. Einmal mit den Hämmerchen drauf gekloppt. Und dann geht das hier los. Zack, zack, zack. Und zack. So, dann prügeln wir die alten Leuchten da nochmal weg. Und ich bin mal so mutig. Boah, ich bin mutig. Ich bin heute risikofreudig. Und werde das Ganze mal in Reihe schalten, aber der war verkehrt. So, hier zwischen kommt eine Energy Cell. Okay, wir machen jetzt auch tatsächlich Plus. Warum machen wir jetzt Plus? Ach so, wie man hört, hört man nichts mehr, ne? Übrigens, das kommt daher, dass man von den Blöcken nichts mehr hört. Ich habe hier die wunderbare Funktion mit der Blocks-Lautstärke gefunden. Aber die machen jetzt gar kein Geräusch mehr. Das ist ja auch doof. Oh Mann, was wir da jetzt an Gold und Co. rausbekommen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbarstens, würde ich fast sagen. So. Enrichment Chamber. Das ist der Kram. Wie ging denn das nochmal? Hier müsste, glaube ich, dann Stahl. Das ist Aluminium. Haben wir hier hinten schon etwas Eisen? Nö. Haben wir hier Eisen drin? Ja. Geht gerade durch. Toll. Das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich doof. Was hat er hier noch drin? LED. Was hat er hier drin? Ah jo, hier arbeitet er jetzt mit den Eisenklumps. Ja, gut, okay. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht so schnell. Es dürfte gerne schneller sein. Weil der hier, der ist ja deutlich schneller. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier öffnet sich jetzt ein neues Feld. Und er sagt mir jetzt, was für Upgrades die einzelnen Maschinen können. Genauso gibt es jetzt ja mittlerweile Admechanism. Hallo? Ah, jetzt ist er wieder da. Da gibt es jetzt noch so einen netten Upgrades, wie ich gesehen habe. Die Upgrades, die ich jetzt nicht finde. Doch, hier, Basic Factory Installer. Den kannst du da jetzt reinpacken in eine Maschine. Dann musst du die Maschine gar nicht mal abbauen, um hier so eine Basic Factory zu bauen. Dann hast du hier quasi deine Produktionslinie. Kannst mit dem Teil irgendwie, glaube ich, rangehen. Shift-Rechtsklick oder in diesen eine Feld da rein. Was weiß ich wie. Und dann, ja, hast du Factory. Das ist jetzt natürlich advanced für die Leute, die wissen, wovon ich rede. Für die Leute, die jetzt sich so sagen, so, bull. Kommt später. Kommt etwas später, das Ganze. Aber nicht im Moment, weil im Moment brauchen wir es nicht. Wir brauchen jetzt aber folgendes. Jetzt kommt für Erwachsene. Wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Stahl. Wahrscheinlich sogar mehr Stahl, als wir haben. Tipp ich mal. So, Tipp ins Blaue. Dann können wir nichts weglegen. Wir brauchen alles. Und dann kommt jetzt für Erwachsene. Hoho, ja, für ganz Erwachsene. Ach, Ad-Mechanism wäre richtig gewesen. Wir brauchen Laser. Lasers. Was haben wir da denn? Ampel, bla. Hä? Laser. Von Mechanism. Oh, scheiße, da war ja... Ei! Das war ja nicht mal eben so gebaut. Ei. Wir brauchen auch noch Osmium. Ja. Ja. Mittwoch, 19 Uhr. Keine Zeit. Verdammt. Warum macht der Street immer so enge Termine? Ich habe doch nicht so viel Zeit mittwochs. Ja, Mittwoch, 19 Uhr. Ja, okay. Das war jetzt so ein bisschen quasi off-topic für euch. Ich muss mal sehen, ob ich das gebacken kriege. Das glaube ich noch nicht. So, wir haben hier LED und so einen ganzen Sheet. Ich verstehe nicht, warum die jetzt gar kein Geräusch mehr von sich geben. Das ist jetzt... Hm.
Ist der Sound irgendwie so leise in Minecraft, oder? Okay. Nicht fragen, nur wundern. Ja, warte mal. Wo haben wir... Oh, wir müssen auch anfangen mit Logistical Pipes und so. Damit ich hier mal ein bisschen Sortierung und ein bisschen Grund reinbekomme und damit ich ein, ja, quasi eine Abfrage habe. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie das funktioniert mit Logistical Pipes, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal beim Street Digger rein. Und zwar Mission Alternate, die Folgennummern habe ich natürlich alle überhaupt nicht im Kopf. Wie sollte ich auch? Warum hat der Hopper jetzt eigentlich, warum stelle ich mir schon wieder so viele Fragen? Ist egal. Der Hopper sieht Minecraftig aus und nicht nach, ja, MC-Zip. Smooth and clean. Kann das sein? Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich benutze die ganze Zeit das falsche Texturenpaket. Das wäre typisch Trivolo. Ach ja, wir brauchen... wir brauchen Diamantendust. Verdammt. Also wieder ab nach unten. Ab nach unten. Herunter. So. Wie kommen wir denn an Diamantendust überhaupt ran? Bestimmt im Crusher, ne? Nuklar. Ich habe nur einen Crusher. Was soll denn das jetzt? Dann muss ich den aus der Produktion kurzzeitig rausziehen, oder... wie ist denn das mit der Produktion? Da habe ich keinen Bock zu. warte mal. Auto-Eject off. Und da stellen wir mal kurz auf None. Und den nehmen wir mal raus. Und den nehmen wir mal raus. Und dann knüppeln wir hier mal einfach drei Diamanten durch. Doch.